Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Wir behandeln Prüfungsfragen. Holen Sie sich das Insider-Video, solange es noch verfügbar ist. Prüfung entschlüsselt. Klicken Sie auf den Link unter dem Video und tragen sich in das Formular ein. Hier lautet die Prüfungsfrage zunächst mal: Was ist Bonität? Also zunächst mal geht es darum, den Begriff zu klären. Das ist Prüfungsteil A. Und dann unter B wird gefragt, welche Faktoren beeinflussen die Bonität. Also, was ist Bonität und welche Faktoren beeinflussen die Bonität? Für Bonität können wir setzen Kreditwürdigkeit. Bonität, die Bonität eines Unternehmens ist also die Kreditwürdigkeit. Und diese Kreditwürdigkeit bewegt sich auf einer Skala von sehr schlecht oder dann nicht mehr kreditwürdig bis mittelmäßig gut und sehr gut. Ja, diese Bonität wird also skaliert. Sie wird auf einer Skala angegeben und damit sind wir bei dem, was die Banken heute machen, denn bei der Kreditwürdigkeit geht es natürlich um Kreditvergabe durch Banken in allererster Linie. Und damit sind wir beim Rating. Die Bonität, also wenn wir hier Fragenteil 10 noch konstruieren, wie wird sie festgestellt? Dann lautet die Antwort durch ein Rating. Und damit können wir direkt den Fragenteil B beantworten. Der Fragenteil B ist die Frage nach den Faktoren, die die Bonität bestimmen. Und die erste Antwort, die wir hier geben, sehr viele. Sehr viele Faktoren, die insgesamt zusammenspielen, beeinflussen heute die Bonität von Unternehmen. Und wir können diese Faktoren unterscheiden in harte und weiche. Harte Faktoren und weiche Faktoren beeinflussen die Bonität, die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Und jetzt können wir eigentlich nur beispielhaft ein paar harte Faktoren nennen und ein paar weiche Faktoren. Harte Faktoren ist natürlich die Rentabilität. Harte Faktoren ist alles das, was in Zahlen ausdrückbar ist. Die Rentabilität. Wie rentabel ist das Unternehmen? Dann die Liquidität. Der Verschuldungsgrad wäre auch ein harter Faktor, alles, was sich in Zahlen messen und ausdrücken lässt. Weiche Faktoren wäre das Image, aber auch so Dinge wie Nachfolgeregelung. Ja, wenn zum Beispiel das ist ein Handwerksbetrieb und der Chef, der ist schon 75, ist immer noch ganz rüstig und rödelt jeden Tag in seinem Unternehmen. Der hat auch zwei Söhne, aber beide Söhne haben überhaupt keine Lust darauf und machen was völlig anderes. Und es gibt keine gescheite Nachfolgeregelung für dieses Handwerksunternehmen. Das verschlechtert die Bonität. Denn eine Bank muss sich natürlich fragen, was ist, wenn der Chef stirbt? Ja, also das sind weiche Faktoren. Das sind Beispiele. Ja, also man könnte hier sehr, sehr viel nennen. Insgesamt müssen wir sagen, es sind sehr viele Faktoren im Zusammenspiel. Ja, Banken machen hier mittlerweile sehr, sehr viel Aufhebens, um dieses alles zu erfassen und dann zusammenzuführen zu so einer Art Note, ja, einem Rating. Das ist dann wie eine Schulnote sozusagen. Sehr viele Faktoren im Zusammenspiel und zwar harte und weiche Faktoren. Das wäre eine akzeptable Antwort auf diese Prüfungsfrage. Man muss sich natürlich ein bisschen auch am Rand an der Punktzahl orientieren, wie viel man jetzt hier schreibt. Okay, das war's für dieses Video. Holen Sie sich nun das Insider-Video. Klicken Sie auf den Link unter dem Video, tragen Sie sich ein in das Formular. Viel Erfolg für Sie, Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner.
Klicke mal auf den Link unter diesem Video.